Hallo Leute, hier ist wieder Fissen aus Berlin. Ja, heutiges Thema ist, wie meine Impfung verlaufen ist. Also zweimal wurde ich ja geimpft und ob ich da irgendwas bemerkt habe. Manche haben ja gar nichts bemerkt. Die hatten überhaupt keine Nebenwirkungen sozusagen, nur ihr Arm hat wehgetan. Aber bei mir war es doch ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, also gleich nachdem ich geimpft wurde, habe ich sofort gemerkt, vielleicht beobachte ich mich auch einfach ein bisschen mehr als andere Menschen. Das könnte möglich sein. Jedenfalls habe ich bemerkt, dass ich Konzentrationsprobleme bekommen habe. Mir war auch ein bisschen also so ein bisschen schwindelig. Aber ich habe ja gesessen im Wartesaal, deshalb war das nicht so schlimm. Dann, als ich dann losging, habe ich schon gemerkt, dass diese Konzentrationsprobleme noch angehalten haben. Ich bin dann nach Hause gelaufen, hatte aber einen extremen Durst, das habe ich sofort gemerkt. Und ich habe auch über den Tag verteilt sehr, sehr viel getrunken. Ich habe so viel getrunken, dass mir am Abend meine Niere wehgetan hat. So viel war das. Aber ich hatte so einen extremen Durst, das war ganz unnatürlich, ich kenne das auch nicht. Und mittlerweile habe ich diesen Durst auch nicht mehr. Aber an diesem ersten Tag hatte ich einen extremen Durst. Und ich ziehe das auch damit mit der Impfung in Zusammenhang, weil ich auch beim zweiten Mal diesen extremen Durst verspürt habe. Was ich dann noch gemerkt habe, war, dass ich über den Tag verteilt viel weniger Hunger hatte als sonst. Vielleicht lag es auch daran, dass ich an dem Tag nicht gearbeitet habe, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall hatte ich weniger Hunger. Dann habe ich auch eine gewisse Schwere gefühlt. Also auch meine Lymphe habe ich gemerkt, dass sie gezogen haben. Ich habe mich einfach müde gefühlt, sehr, sehr müde. Und entsprechend habe ich auch tief und fest geschlafen, weil ich so müde mich gefühlt habe. Bei der zweiten Impfung habe ich daher auch einen Tag davor ein bisschen mehr geschlafen. Einfach damit ich erholt der ganzen Sache, also, und habe auf nach der Impfung sofort was getrunken. Dadurch war der Durst dann nicht so doll und auch die Konzentrationsprobleme waren nicht so krass. Und auch generell auch mir war nicht schwindelig oder so. Und ja, und der Durst war dadurch nicht so extrem gleich am Anfang. Also ich hatte den Durst ja so festgestellt, aber konnte beim ersten Mal nichts trinken, weil das mich einfach überrumpelt hat. Ich hatte noch nie so viel Durst gehabt. Und konnte das auch nicht einschätzen, warum. Und die Müdigkeit war aber auch beim zweiten Mal, da habe ich mich auch müde gefühlt. Ja. Was war noch? Am Arm hatte ich zuerst gar keine Schmerzen, da habe ich ihn ein bisschen bewegt. Und dann plötzlich hatte ich hier so einen Druck, wie so einen Muskelkater. Das war aber nicht weiter so schlimm. Am nächsten Morgen, als ich aufgewacht habe, habe ich gemerkt, dass meine Hand eingeschlafen war und habe da auch jetzt weiter nichts dabei mir gedacht. Das ist mir aber dann so vereinzelt nochmal aufgetreten bis zur nächsten Impfung und seit der letzten Impfung habe ich das eigentlich fast täglich in der Nacht, dass mir die Hand einschläft. Ich war aber noch nicht beim Arzt, aber wenn das nicht weggehen sollte, werde ich da auf jeden Fall nochmal nachfragen, wieso und weshalb. Ich hatte extra auch auf dem anderen Arm mich impfen lassen, weil halt dieser linke Arm eingeschlafen war, also die linke Hand, die war eingeschlafen. Und daher dachte ich mir, es ist vielleicht besser jetzt den rechten Arm. Aber komischerweise bei dem rechten Arm ist nichts, sondern nur auf dem linken. Also nur die linke Hand schläft mir immer ein. Kann natürlich auch eine andere Ursache haben. Kann aber auch von der Impfung her kommen, weil die ist ja unmittelbar irgendwie damit verknüpft, dass die mir immer jetzt einschläft. Ich habe die erste Woche auch nicht viel Sport getrieben. Daher ja, denke ich nicht, dass ich irgendwas am Herzen
einen Herzmuskel bekommen habe, eine Herzmuskelentzündung. Ich kann auch eigentlich relativ gut joggen. Also ich habe da keine Beschwerden. Aber ich habe noch so eine Müdigkeit, die kann aber auch mit dem Wetter zusammenhängen. Muss nicht das sein. So, jetzt muss ich mal meine Brille aufsetzen und gucken, was ich noch hier mir notiert hatte. Ach ja, und ich hatte beim ersten Mal hatte ich auch Husten und Schnupfen begleitend gehabt. Und genau. Und was hatte ich noch? Moment. Konzentrationsprobleme. Achso, nach der zweiten Impfung hatte ich die Konzentrationsprobleme auch gleich hinterher gehabt, aber habe halt getrunken, dann ging sie weg und war nicht mehr so stark. Die ganzen Symptome, die Konzentrationsprobleme übrigens sind so gegen Abend wieder verschwunden. Ah, ich hatte auch Übelkeit und so Magendruck und auch einen trockenen Mund. Das habe ich ja ganz vergessen. Dadurch hatte ich ständig Durst, weil der Mund so trocken war. Und auch meine Stimmung war so ein bisschen Depri. Also habe ich das Gefühl gehabt. Ich finde, für eine Impfung sind das ganz schön viele Symptome, ehrlich gesagt. Das ist auch nicht ohne diese Impfung eher. Also, die hat mich schon belastet. Ah ja, und bei der zweiten Impfung hatte ich ab 22 Uhr so etwas, einen leichten Ruck auf der Brust beim Einatmen und auch am nächsten Morgen. Was hatte ich hier für ein Fazit? Dass der extreme Durst mir aufgefallen ist und die Müdigkeit. Okay. Was ist hier noch? Und ich hatte irgendwie auch Probleme zum Teil gehabt, Wörter zu finden am Anfang. Das steht hier auch noch. Aber das habe ich jetzt momentan nicht mehr. Also das ist schon wieder vorbei. Also mein Körper hat da schon dran zu knabbern gehabt an dieser Impfung. Die war jetzt nicht ohne gewesen. Und ich verstehe auch, dass manche das nicht machen wollen. Aber wenn man halt dem ganzen Glauben schenken mag, verhindert das schlimmere Folgen, also schlimmere Symptome, wenn man die Infektion wirklich hat. Und da ich ja schon Symptome hatte, sogar bei der Impfung, kann es ja sein, dass ich wahrscheinlich, wenn ich mich angesteckt hätte, noch viel stärkere Symptome gehabt hätte. Und daher ist es vielleicht nicht verkehrt, dass ich mich habe impfen lassen. Aber dennoch macht mir das mit dem Einschlafen meiner Hand ein bisschen Sorge, dass das passiert. Aber ich beobachte das. Vielleicht geht es ja auch irgendwann weg. Vielleicht hat es auch mit der Kälte zu tun. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was es ist. Am Anfang ist sie mir auch so tagsüber eingeschlafen. Das hat jetzt ein bisschen aufgehört. Es ist wirklich nur auf die Nacht. Also es geht wieder ein bisschen weiter zurück. Und ja, das waren eigentlich so die Symptome. Wenn ich so überlege, waren das schon ziemlich viele. Also wenn ich das von anderen höre, die sagen alle, na, ich hatte gar keine Symptome. Also das kann ich nicht sagen, dass sie nicht gar nicht waren. Vielleicht beobachten sich Menschen einfach nicht so, wie ich mich beobachte. Ich habe halt vermehrt welche entdeckt. Aber die waren halt noch im Rahmen. Okay, das war's von mir. Falls euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Falls nicht, Daumen nach unten. Über Kommentare würde ich mich freuen und Abo nicht vergessen. Und schreibt einen Kommentar darüber, ob ihr auch was bemerkt habt. Tschüss!